Shirin, danke dir für das kleine Paket Dirty! Trink mal Jack-Jack-Sound. Jack-Jack. Das ist saugeil, weil. Komm mal her mit der Kani. Nein, Digga, ihr könnt den da nicht reinmachen. Nee, nicht komplett, aber der passt da perfekt rein. Das ist ein Boot für den Hund. Also passt auf, Chat. Ja, ich nenne euch Chat. Wir fahren jetzt gemeinsam in den Ikea und müssen Niklas, der jetzt hier mittlerweile arbeitet und die ganze Zeit am Bodensee-Video schneidet, tatsächlich einen Schreibtisch kaufen. Währenddessen werden wir tatsächlich... im Ikea ein paar lustige Dinge tun. Tobi hat tatsächlich ein Messer dabei und wir schauen mal, wie die Leute reagieren. Let's go. Und du kannst im Ikea kein Messer mitnehmen. Ich nehme das Messer mit. Mach mal die Kamera. Ikea! Hör auf, die ganze Zeit zu singen, dass du dir die Hose gezackt hast. Mann! POV, du bist drin. POV, ich sehe nichts im Spiegel. Voll den schönen Bart. Verpiss dich. Achtung, ich fliege jetzt ab, haltet euch fest! So, nach dieser etwas turbulenteren Autofahrt haben wir es jetzt tatsächlich bei einem No-Name-Möbelhaus geschafft. Wieso sitzt du noch im Wagen? Steig aus. Niklas weiß tatsächlich noch gar nicht, dass er den Tisch selber bezahlen muss. Der Niklas, ne? Arbeitsgerät musst du selber mitbringen. Ich hasse es, mit euch zu arbeiten, wirklich. Was sagst du? Guck mal, da kannst du doch dein Müsli dann reinmachen, wenn du möchtest. Kann ich den Namen bitte? Ich muss mal in Ruhe drehen, aber wirklich, ständig wird dann dazwischen gelabert. Sowas mit 20 Euro. Was sagst du hierzu? Ja, dann sollst du mal raufschlagen, wenn du ausrastest. Ist der leicht? Der ist leicht. Entschuldigung. Hey, der Boden ist Lava, ne? Würdest du sagen, der ist zu klein? Ja, es wäre dumm, dass er da oben steht. Ja, nee. Der ist auch gar nicht so teuer. Nee, der kostet 140 Euro. Ist für einen Schreibtisch okay. Ich guck mal, was ich machen kann. Ja, sie haben weder eine Tastatur, noch ist hier irgendein Bild drauf. Das kann man nicht mal zuklappen. So, da wir immer noch keine Bürofläche für unser Startup haben, treffen wir uns hier wieder im Ikea. Dankeschön. Hier ist der Popcorn-Mais, den ich uns bestellt habe. Jungs, pass auf, da wir jetzt den Tisch haben, würde ich sagen, versteckt ihr euch einfach. Jetzt hinten im Bettenbereich, okay? Ja. Du nimmst die große Kamera mit. Und wen ich zuerst finde, der kriegt nichts. Hier eine Küche, ne? Hier auch eine Pflanze, ist ganz schön. Kühlschrank ist auch dabei. Toll. Nee, also wirklich super. Geh doch, das ist mein Versteck. Das ist so. Nein, das ist ein 31er-Move. Das ist unloyal. Was ist das für ein Scheißversteck? Was ist denn, wenn hier andere Leute hinkommen? Der ist so schlecht, ich kann aber hier reingucken. Du bist zu kacke. Lass mal zusammen verstecken, komm mit. Hallo. Ey Jungs, hinterm Bett. Ey Jungs, ich hab krass. Ey Bro, hinterm Bett. Hinterm Bett. Guck hinterm Bett. Hinterm Bett. Das ist ein Banger, Digga. Kamera hinterm Bett. Aber Jungs, ich geh da hin. Komm, wir suchen was anderes. Der kommt doch schon. Achso. Der kommt, oder? Achso, ja, warte, oh, ich hab ihn gesehen. Oh nein, ich sehe jetzt schon, dass ein Mitarbeiter mich gleich bastelt. Hi. Ja, genau. Ich wollte gucken, wie es hier in deinem Bett aussieht. Da ist Tobi in der Schublade. Okay, ist ja nicht alles klar. Was ist das für ein scheiß Versteck? Scheiße! Jungs, seid ihr zu dumm zu Verstecken spielen? Mann, wir hatten keine Zeit. Julius, es reicht. Weißt du, wo Tobi ist? Nein. Hier ist er nicht. Also Mitarbeiter, bitte nicht. Die gucken sich das Zimmer an. Oh Gott, nein. Oh nee, die gucken sich das Zimmer an. Ich finde die Farbe so schön. Oh nee, die gucken sich das Zimmer an. Guck nicht, die Wandfarbe ist schön, ja. Super, ganz lustig. An sich, mein Bett hat keine Bodenfreiheit. Weil mein Bett, Digga, wenn es am Boden steht mit der Fußbodenheizung, das hat an sich... Ich hab jetzt hier die letzte Mahnung ausgesprochen, verlassen wir den Markt, ja? Das ist nicht dein Kleiderschrank? Das sind schon schöne Pieces hier, oder? Wer hat meine Schuhe hier festgeklebt? Was ist das denn? Darf ich hier noch mein Affe, den kaufe ich. Nein, Niklas, wir sollen hier nicht. Sorry, hier. Ah, das ist doch dieser Deutschrapper, oder? Sammler. Nein, das ist eigentlich lustiger. Hast du noch einen ganzen? Oder kann ich einen halben, ja? Nee, frag mal, ob die Milch noch gut ist. Ist die Milch noch gut? Nein, die ist leider nicht mehr. Tobi, ja? Ich bin scheiße getreten. Kannst du es vielleicht kurz ablecker? Revi, ich hab letztens einen Kick umgefahren. Kannst du vielleicht Frankfurt? Was? Bro, wie sollen wir das als Joke machen? Piss dich!
Ohne. Oh mein Schief, Alter. Seid ihr nicht vom Baby da? Ich hab einen neuen Stuhl-Drop. Ich hab dir gesagt, du sollst ihn noch filmen, bis wir wieder im Büro sind. Jetzt mach die Kamera rein. Mann, was ist denn? Hör doch endlich auf, mich zu filmen, als wäre das mein Job. Ja, gut, nee. Wow. Oh mein Gott. Der hat mal auf dem Bau gearbeitet, wahrscheinlich. Ah! Hör auf, zu filmen! Ah. Jetzt gibt's eine kleine Compilation, die jetzt den Tisch zu... Den... Kann ich einfach mit meinem Affen spielen, bitte, den ganzen Tag noch? Ja. Wirklich, der Affe ist das Einzige, was mir gerade... Ich hau deinen Affen kaputt, er kann nicht neu, es gibt keinen neuen hier im Büro. Dein Affe ist das Einzige, was mir gerade noch Glück spendet im Leben. Leg die Eisenstange weg. Super. Ach ja, und wenn ihr... Tobi. Wenn ihr wollt, können wir tatsächlich mal vielleicht eine vernünftige Runde Heidenziege in irgendeinem Möbelhaus aufnehmen. Fragen wir an, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt gibt's eine kleine Compilation, wie wir den scheiß Table aufbauen. Cool. Oh. Lass dir deinen Tisch hier aufbauen. Niklas, es wäre meistens einfach besser, wenn du es nicht kommentieren würdest. Wenn du uns einfach machen lässt, wie echte Männer, und du machst deinen Kram, den du da immer machst. Wie lange habt ihr auf dem Bau gearbeitet? Ich selber. Niklas, kannst du aufhören zu kommentieren? Mehr wünschen sich die Leute wirklich nicht. Wieso kann ich das hier nicht reinstecken? Das ist nicht der Richtige. Ich, wenn ich mit meiner Freundin im Bett noch bin. Noch nicht festmachen. Wieso kann du musst doch die hier dribbeln. Wieso kann ich das nicht reinstecken? Ach so, wegen Dings. Geschlechtsverkehr. Ey, das Ding ist, guck mal, kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr so ein Ikea-Table zusammenbaut und ihr denkt so, Bro, ich bin handwerklich überbegabt. Und es hat aber einfach gar nichts damit zu tun. Das hat wirklich, also Ikea-Sachen zusammenbauen ist der dümmste und einfachste Scheiß der Welt. Und es ist einfach nur ein logisches Verständnis. Oh mein Gott, das ist so schwer, das ist kein logisches Verständnis. So, Julius, wie wär's, wenn du das Video schneidest? Schneid das Video jetzt. Julius, ne? Du bist auch mal der hier jetzt, sag ich mal. Du bist der Kater, geh weg. Das könnte schlimmer laufen, du könntest immer noch mal Team Spielkind arbeiten. Wie viele, Julius, warum? Wie viele. Mann, der hat 200 Bleistifte. Julius, bitte! Eigentlich brauchen wir gar nicht. Mann, wir schrauben jetzt hier noch vier Beine an. Das ist so langweilig. Ja, wir zeigen das einfach. Mann, wie kann es sein, dass wir wirklich eine Firma führen? Die, nein! Nein! Ah. Jungs, nein! Der Kamera. Nein, Julius! Wie kann es sein, dass wir eine Company führen, die wirklich Geld erwirtschaftet? Ich verstehe es nicht. Wir erfüllen eine Company. In diesem Sinne, meine Freunde, war es das von diesem arschgeilen Vlog. Wenn ihr weniger davon sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Bock habt, dass sich das Nick das nächsten Monat gekündigt wird, lasst einen Daumen nach oben da. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, ciao. Darf ich schießen? Nein. Julius, was machen wir jetzt eigentlich noch, um auf 8 Minuten zu kommen?